Macher Jürgen Bürger oder einfach nur Eli Geller, you're the best man. Love you. Elias N97 oder auch kurz Eli wollte wie viele andere mal auch Fußballprofi werden. Sein Traum platzte aber schnell, nachdem er seine ersten Verletzungen erlitt. Sein ehemaliger Captain sorgte mit einer Grätsche dafür, dass er einen Wadenbeinbruch erlitt. Bei einem Wadenbeinbruch handelte es sich um einen Bruch an dieser Stelle hier. Einige Zeit später zog er sich noch in der Kreisliga einen Kreuzbandriss zu, was den Werdegang zum Profi nahezu unmöglich macht. Unvergessliche Momente wurden dadurch jedoch kreiert, wie die legendäre Katheter-Story. Da Eli aufgrund seines Wadenbeinbruchs nun vom Arzt 4 Wochen Bettruhe verschrieben bekommen hat, hat er sich intensiv mit dem Spiel FIFA 17 beschäftigt. 4 Wochen lang ist Grinden und es sollte sich bezahlt machen. In seiner ersten Weekend League holte er 36 von 40 möglichen Siegen und gehört somit zu den besseren Spielern. Für die, die nicht wissen, was die Weekend League ist, das ist ein Wochenendturnier in dem Spiel FIFA, wo viele Menschen sehr, sehr verzweifelten, da sie böse kassiert haben. Mit FIFA 18 qualifizierte er sich dann für den FUT Champions Cup in Barcelona. Zwar gewann er nicht das Turnier, schlug sich aber gut bis kurz vor der K.O.-Runde. Angebote prasselten auf ihn ein und er erhielt eine Möglichkeit, bei einer Agentur einen Vertrag zu unterschreiben. Zufälligerweise arbeiten diese mit Hertha BSC zusammen, einem Fußballclub, der in der Heimat von Eli Geller stationiert ist, Berlin. Sein Profivertrag bekam er dann mit FIFA 19. Eigentlich wollte Eli gar nicht mit dem ganzen Stream und YouTube anfangen. Man kann sich hier mehr oder weniger bei Hertha bedanken, dass diese anfing, YouTube zu machen. Quarantäne 2020. Corona fing an, alle blieben zu Hause und Eli Geller macht nur eins. Streamen und produzieren bis zum bitteren Ende. Er streamt viel FIFA, Amogus, oder einfach auch nur Storytimes über sein Leben wie die rote Couch. Diese Ereignisse und Disziplin sorgten dafür, dass er innerhalb dieser Jahre seine Zuschauerschaft extrem steigern lassen haben konnte. Irgendwann kam der Punkt, wo sich Eli Geller vom E-Sport trennen musste, da er einsehen musste, dass er nicht der Beste sein wird und dass es zu viele Mängel innerhalb dieser Szene gab. Vor allem in FIFA. Die Zeit verging, er streamt gefühlt immer mehr, teilweise 10 Stunden am Stück und sah auch seine Freundin tagelang nicht. Er ist nah und greifbar für die Fans. Er teilt gefühlt alles mit ihnen und bringt verrückte Aktionen oder es passieren einfach verrückte Sachen wie die Liebesgeschichte von Richarlison. Nein! 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 Was passiert? Was? Heute ist der schönste Tag in meinem ganzen Leben! Not all heroes have capes. Hier wird Cape geschrieben. Darum lieben ihn auch seine Fans.